überall diese kleinen Märkte mit gebrauchten Mänteln, Kleidungsstücken, eigentlich alles. Ich habe gestern versucht, einen Schal zu kaufen. Es gab überhaupt keine richtigen Geschäfte für so Klamotten. Nur, wie heißt das, Le Fripp. Das ist ja eigentlich überall in Afrika so. In Kenia hieß das Mitumba, Benin heißt das auch Fripp. Le Frippe, sagen die da. Sieht man überall so Neubauten, Bauruinen, aber keine Arbeit dran. Wasserversorgung. Und überall Müll. Plastiktüten, überall Müll. Das ganze Land ist überzogen mit bunten Tupfern. Alles Plastiktüten. Das meiste fliegt auch von den wenigen Müllautos einfach hinten runter. Kenia, genau die gleiche Geschichte. Die sieht sowieso aus wie eine Mischung aus Kenia und Syrien.